Leichtathletik-Performance der Spitzenklasse gibt es auch dieses Mal wieder beim Run and Jump der Leichtathletikabteilung des SC Charlottenburg zu beklatschen. In der Rudolf-Habich-Halle geht es vor allem um eins: Weiterspringen, schneller laufen, Rekorde brechen und natürlich Spaß haben. Die Stimmung ist wieder einmal richtig ausgelassen. Wir sind heute in der Rudolf-Habich-Halle am 18. Dezember 2018 und die Athleten haben die Möglichkeit, in den Disziplinen 30 Meter fliegend, 60 Meter flach, Dreisprung und im 10er Sprunglauf gegeneinander anzutreten. Es handelt sich hierbei um einen Wettkampf, der die Athleten in der Trainingsphase unterstützen soll und die Möglichkeit bietet, den aktuellen Stand ihrer Leistung besser einschätzen zu können. Sandra Kramer vom LAC Berlin läuft zwar bei den Frauen wie 40, besitzt aber einen Kampfgeist, von dem sich die Jugendlichen noch eine gehörige Scheibe abschneiden können. 30 Meter fliegend absolviert sie mit einer Bestzeit von 3,41 Sekunden. Und natürlich ist sie überglücklich. Auch die anderen Disziplinen sind nicht vor ihr sicher. Nach einigen Aufwärmversuchen und drei Sprüngen landet sie bei stolzen 7,90 Metern und rundet ihre Gesamtleistung mit einem tollen Ergebnis im 10er Sprunglauf ab. Die Sommersaison war sehr lang, deswegen war die Vorbereitung jetzt Winter für mich schwer und hart. Und mit den ersten Disziplinen jetzt hier bin ich sehr zufrieden. War alles bisher Bestleistung, außer im Dreierhopp habe ich eingestellt. Ja, guter Auftakt für die Saison. Für Lisa-Marie Quayer von den Neuköllner Sportfreunden scheinen die 30 Meter Fliegen auch keine Herausforderung zu sein. Kein Wunder, dieses Jahr trat sie bei der Leichtathletik-Europameisterschaft an und holte mit der 4x100 Meter Staffel Bronze. Heute kann sie mit tollen 3,00 Sekunden erzeugen. Der heutige Tag war für mich ganz gut. Ich bin zufrieden mit der Zeit. Ich muss sagen, dass ich am Anfang nicht so wirklich Lust hatte. Aber ja, ist ein guter Einstieg und ist auch ganz gut, mal so früh einen Wettkampf zu machen. Die Saison ist ziemlich lang und ja, wollte mal mitnehmen. Auch bei den 60 Meter flach sind ihre Kraftreserven noch nicht aufgebraucht. Beim Schuss geht es los und zwar schnell. Mit 7,38 Sekunden läuft sie auch hier eine beeindruckende Bestzeit. Der Fokus bei den Männern liegt vor allem auf einem, Jakuba Felsner. Er gehört schon jetzt zu Deutschlands besten Sprintern. Da, wo der Mann vom SCC hingeht, regnet es Rekorde. So läuft er die 30 Meter lässig mit einer Topzeit von 2,83 Sekunden, bleibt allerdings über seiner Leistung vom Vorjahr. Anschließend zeigt er auch beim 60 Meter Flachsprint, was in ihm steckt. Trotz einer Spitzenzeit von 7,02 Sekunden, die ihn deutlich an die Spitze des Tages stellt, bleibt er auch hier über seiner persönlichen Bestleistung und wirkt daher eher unzufrieden. Zuversichtlich ist er trotzdem. War ich sehr motiviert schon, aber irgendwie lief es dann nicht so gut. Jetzt hatten wir die 30 Meter fliegend, mit denen, da bin ich eine 83 gelaufen, da war ich letztes Jahr schneller. Und die 60 Meter gerade waren jetzt auch nicht wirklich gut, da war ich auch letztes Jahr schneller. Ja, aber keine Ahnung, woran es jetzt lag, aber mal gucken. Jetzt hoffentlich wird es in den nächsten Wochen besser. Nach dem 10er Sprunglauf, den Jakuba lässig, locker und leicht hinter sich lässt, darf er sich erstmal ausruhen, denn ein weiterer anstrengender Wettkampftag neigt sich dem Ende entgegen. Eins ist jedoch sicher, wer atemberaubende Leichtathletik mag und die Rekorde und Stars von morgen live miterleben will, der ist beim Run and Jump vom SC Charlottenburg an der richtigen Adresse. Da, wo Spitzensport und Spitzenstimmung quasi Hand in Hand gehen.